Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kollegen, die noch übrig geblieben sind, weil der Stalldrang sie noch nicht nach Hause gerufen hat. Wir als AfD stehen für den Schutz von Natur und Artenvielfalt. Dazu zählt für uns insbesondere der Arten- und Insektenschutz. Der Rückgang der Insekten ist beängstigend. In jüngster Zeit hat eine große Lebenshandelskette aus ihren Regalen alle Produkte hinausgenommen, zu deren Entstehung die Bestäubung durch Insekten unentbehrlich ist. Und das betraf 60%. Ist das nicht erschreckend? Wer von uns war nicht begeistert über die von Kornblumen, Klatschmohn und Kamille bunt gefärbten Getreidefelder der neuen Bundesländer nach der Wende? Pestizide haben der ganzen Pracht den Garaus gemacht und das fortschreitende Insekten- und Bienensterben gefördert. Das muss uns allen eine Warnung sein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Anwendung von Pestiziden allgemein reduziert wird. Ein Fortschritt ist möglicherweise das Verbot der Neonicotinoide im Freiland, sofern dies denn konsequent durchgehalten wird. In den Siedlungsgebieten sollten die öffentlichen Grünflächen insektenfreundlich angelegt und gepflegt werden. Auch die Vielfalt von Blühpflanzen in unseren Privatgärten trägt wesentlich zur Ernährung der Insekten und Bienen bei. Forsythien und Alleen mit japanischen Zierkirschen, wie man es hier in Berlin sehr viel gesehen hat, sind zwar eine farbliche Augenweide, aber eine Insektenweide sind sie nicht. Die Aufgabe der Lebenslandwirte ist es, Lebensmittel zu erzeugen. Seit über 60 Jahren leiden wir in Europa keinen Hunger mehr. Und das verdanken wir unseren Bauern. Und jetzt ist an der Zeit, neue Natur- und Artenschutzprobleme aufzugreifen. Obwohl die AGAP-Anbaudiversifizierung auf ihre Fahnen schreibt, subventioniert sie Monokulturen. Das ist ein Witz. Bei Anbauflächen bis 30 Hektar müssen zwei Hauptkulturen angebaut werden, von denen die größere nicht mehr als 75% sein darf. Ach, und was ist dann? Eine Vermeisung letztendlich. Denn die Bauern bauen ja das und 25 bleibt für die zweite Kultursorte. Ist das nicht auch erschreckend? Da haben wir dann die Monokulturen. Bei Betrieben über 30 Hektar, nach oben offen, müssen drei Kulturen angebaut werden. Das klingt beruhigend. Aber auch bei diesen drei Kulturen dürfen zwei Kulturen zusammen nicht mehr als 95% betragen, sodass für die dritte noch 5% übrig bleiben. Ha? Diversität? Ich lache mich kaputt. Unsere konkreten Vorschläge sind, wir möchten eine Steigerung des ökologischen Landbaus. Zweitens deutliche Erhöhung des Anteils ökologischer Vorrangflächen. Auf diesem Gebiet fordert die GAP nur 5% für Betriebe ab 15 Hektar. Das ist, weiß Gott, nicht viel. Drittens plädieren wir für vielgliedrige Fruchtfolgen, Leguminosenanbau, wechselnde Sorten und mechanische Pflanzpflegemaßnahmen. Diese sind wichtige Bestandteile des naturnahen Pflanzenschutzes und fördern die Bodenfruchtbarkeit. Die Sortenvielfalt erscheint mir bedroht durch den jetzt genehmigten Aufkauf von Monsanto durch Bayer. Wird das nicht zu einer Normierung des Saatgutes führen? Wo bleiben die alten Sorten und die Unabhängigkeit in der Sortenwahl unserer Landwirte? Viertens, Weiterbildung und Beratung für Landwirte zu den Themen Biodiversität und Insektenschutz. Schweden und Dänemark haben dies beispielhaft vorgemacht. Beide Länder haben eine 50-prozentige Pestizidreduzierung erzielt durch die Prinzipien Fordern und Fördern. Gefördert wird eine fachliche Beratung, die wünschen wir uns auch. Und finanziert wird sie über eine Pestizidabgabe. Fünftens. Die neue Düngeverordnung ist ein wichtiger Schritt, um überhöhte Nährstoffeinträge in Luft, Boden und Wasser zu senken. Überdüngte Flächen sehen wir als weiteren Faktor für den Artenverlust an. Wir wollen keinen Gülleimport aus den Niederlanden, der auf unseren Flächen zu erhöhten Nitratgehalten im Grundwasser geführt hat. Nicht umsonst hat uns dieses Thema ein Strafverfahren bei der EU eingebracht. Sechstens.
Wir setzen uns ein für eine flächengebundene Tierhaltung in kleinen und mittleren Betrieben. Gesunde Landschaften sind für alle Menschen wichtige Erholungsräume. Das Heimatgefühl vieler Menschen macht sich an den Dörfern und Landschaften ihrer Kindheit fest. Wir müssen jetzt handeln. Unsere Agrarpolitik wird auf EU-Ebene, wie ich meine, unbefriedigend verwaltet. Für die Landwirte ist sowohl die Antragstellung auf Fördergelder als auch die Umsetzung der Maßnahme mittlerweile zu kompliziert. Teilweise nehmen Sie aus diesen Gründen an den Fördermaßnahmen gar nicht mehr teil. Denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Die Unterstützung der Landwirte und der Umweltschutz sind heute zwei Ziele, für die es jetzt die Weichen zu stellen gilt. Die Pressemitteilung der EU-Kommission vom 1. Juni spricht zwar von mehr Subsidiarität der Mitgliedstaaten, allerdings kann ich das nicht erkennen. Das ganze System muss dringend verändert werden. Vorschläge dafür habe ich genannt. Würden Sie bitte an Ihre Redezeit. Ja, mache ich sofort. Letzter Satz, Frau Ministerin. Nee, Sie sind jetzt fertig. Aha. Wir hoffen, dass Sie und Ihr Ministerium sich in Brüssel dafür einsetzen, dass Deutschland nicht schäbig behandelt wird und die Kürzungen nicht auf dem Rücken unserer Bauern ausgetragen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage es noch mal, die Redezeiten sind 5 Minuten. Das war deutlich überzogen. Und ich bitte Sie herzlich, sich dran zu halten. Ich habe bisher nicht den Ton abgeschaltet, aber ich werde es ab jetzt tun. Rita Schwarzelür-Sutter für die Bundesregierung ist die nächste Rednerin.